Und moin Leute, da bin ich wieder mit China's The Lightning Kingdom. Ich habe mir zwischendurch mal die Zeit genommen und ein bisschen hier noch das Material gefarmt. Habe mich jetzt nicht groß umgeguckt oder so. Zusätzlich haben wir noch ein paar Türen offen. Bin nochmal in seinem Weg abgegangen und ja, habe jetzt noch die letzten Sachen endlich gefunden. Und damit können wir hier schon mal das letzte Fragezeichen enttauschen. Sika-Iro-U-Disziplin. Das klingt doch wie für den netten Poki. Schauen wir doch mal. Ausrüstung. Oder für ihn hier. Oh, nett, nett, nett. So, jetzt gucken wir mal Techniken durch. Vollständig, 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 vollständig. Da fehlt mir noch eine Sache. Die Frage ist, wo kriegt man die her? Das E-Korb Etzo Etzo. Da muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich da was raus. So. Wir sind hier lang gegangen. Sammeln brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Das ist gut. So. Gehen wir mal hier unten lang und dann nur durch die Tür, wo wir quasi herkamen. Schauen wir mal. Ach, Vögelchen. Bin mal gespannt, ob wir jetzt einfach wieder rausklatschen oder ob es hier wirklich noch woanders hingeht. Schauen wir mal. Ja, ich glaube zumindest ein bisschen mehr Zeug. Perlen. So. Hier sind eine Menge Tiere. Speicherpunkt, den nehmen wir, weil Speicherpunkt, da heißt, deutet immer, da passiert irgendwas. Schwester der Geheimnisse, vermutlich. Geheimnisse. Verrat. Werte Dame. Lügen. Verschwörung. Bist du die Schwester der Geheimnisse? Mysterien. Untreue. Ich glaube nicht, dass sie uns hören kann. Diese Frau lebt bereits seit hunderten Elementarzyklen. Ihre Sicht der Dinge unterscheidet sich wahrscheinlich beträchtlich von der unseren. Meinst du damit, sie kann uns gar nicht wahrnehmen? Vielleicht. Oder sie ist einfach nur Sinnie. Demütigung. Ja, wahrscheinlich ist es so. Ein Augenblick der Schwäche. Schwester der Geheimnisse. Wir brauchen deine Hilfe. Es gibt ein Rätsel, das wir nicht lösen können. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Warum ich eine ganze Ewigkeit, um zu bereuen. Die Kombination mit ihr gestaltet sich jetzt schwierig. Es muss einen Weg geben, sie auf uns aufmerksam zu machen. Keine Sorge, Rosalia. Wir werden eine Lösung finden. Die Schwester gerne will nicht mit uns reden. Wir müssen irgendetwas finden, womit wir ihre Aufmerksamkeit bekommen können. So, gucken wir uns mal hier oben. Ist hier irgendwas? Wir können uns ja wenigstens sagen, was er braucht. Wo ich gerade feststelle, ich brauche das Zeug da eh nicht mehr sammeln. Wir können jetzt hier nur wieder raus. Schauen wir mal. Aber dieser Sammeltrieb ist echt schlimm. Der ist echt schlimm. Was bist denn du da? Seht ihr das Ding da? Okay. Rennherd. Oh! Welch wohlgeformte Kurven. What? What? Welch Anmut. Welch geheimnisvolles Wesen. Welch Mysterium. Über wen sprichst du? Welch Schönheit und Sinnlichkeit. Natürlich spreche ich über die Schwester der Geheimnisse. Sie ist ein schillerndes Kunstwerk in dieser glanzlosen Welt. Ein Stern am wolkenbehangenen Himmel. Ich kann sie euch zeigen. Ich habe sie gemalt. In einer bestimmten Pose. Hier. Ja.
Die Schwester der Geheimnisse. Was weißt du über die Schwester der Geheimnisse? Über die Schwester der Geheimnisse? Dass sie hübsch, atemberaubend und überwältigend ist. Sie... Ja, das haben wir bereits verstanden. Sie ist was fürs Auge. Was noch? Nun, ich weiß, dass sie Geheimnisse hütet. Da-dam. Wenn du ein Geheimnis hast und nicht willst, dass irgendjemand davon erfährt, kannst du es ihr anvertrauen. Danach wird es jeder vergessen, selbst derjenige, der es ihr anvertraut hat. Oh. Ganz schön raffiniert. Wir würden gerne mit ihr reden, aber... Ebenholz und Elfenbein. Diese Dinge müssen es sein, den Verlorenen zu führen vor des Schicksals offene Türen. Was soll das bedeuten? Ich habe diese Rätsel langsam satt. Wäre es nicht einfacher, wenn du mit uns kommst? Tja, also, das ist nicht so einfach. Im Moment besser nicht. Wie gesagt, mein Gemälde zeigt sie in einer Pose, die etwas... seht selbst! Sie will das Gemälde haben, um es dann zu zerstören. Gib es ihr doch, dann hast du deine Ruhe. Kommt nicht in Frage! Mit dem Gemälde kann ich mich wenigstens ihrer Schönheit hingeben. Wie und wann ich möchte. Ich muss mich nicht verstecken, wenn ich mich an ihrer Schönheit ergötzen will. Und an ihrem Körper. Verschone uns mit den Details. Hier sind schließlich Kinder. Er hat recht. Der Kleine hier ist schon ganz schön verstört. Kannst du bitte aufhören, mich anzustarren? Oh, Verzeihung. Ich kann mir nicht helfen. Aber du siehst ihr so ähnlich. Wer bist du? Mein Name ist Rennert. Stets zu Diensten. Bist du ein Shivas? Ein Shivas? Was bitteschön soll das sein? Ich glaube, so etwas ähnliches wie eine wandelnde Erinnerung. Wenn deine Blutrose keine Wurzeln schlägt, wirst du zu einer wandelnden Erinnerung. Dazu verdammt, umherzuwandern, bis deine Blutrose Wurzeln schlägt. Das hatten wir ja schon hier. Gehen wir das hier nochmal durch. Hätte oben was anderes auswählen sollen. Ja, das Bild, bla 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 bla. Könnt ihr das jetzt auch mal alles vorlesen. Warum hatte ich das jetzt nicht mehr zur Auswahl, nachdem ich hier... Naja, gib uns dein Gemälde. Ich glaube, es wäre gut, wenn du uns dein Gemälde geben würdest. Alle Leute, die es zu Gesicht bekommen, werden dich bewundern. Aber was soll ich tun, wenn mir danach ist, mich an der atemberaubenden Schönheit der verführerischen Schwester der Geheimnisse zu berauschen? Dann musst du deine Vorstellungskraft bemühen. Gib es schon her. Nun, ich... Auf keinen Fall. Niemals. Nur über meine Leiche. So sei es. What? Was geht denn hier ab? Wo ist denn der Gegner? Au! Hier ab.
hier ab. Irgendwie stehe ich anscheinend ziemlich günstig. Okay. Was auch immer das war, ich habe glücklicherweise anscheinend einen Punkt gefunden, wo ich extrem gut stand. Erlittener Schaden 34.000. What the fuck? Neuer ging. Bild der Schwester der Geheimnisse. Dann wollen wir mal wieder da hochgehen. Aber also zum Glück habe ich da irgendwie gleich einen glücklichen Punkt gefunden, Alter. Das hat ja böse Aua gemacht. Gucken wir mal, was hier oben passiert. Also... Boah, fuck, Alter, das war brutal. So. Beim Fall in die Tiefe gibt es keine Grenzen. Schwester der Geheimnisse? Wir haben da etwas, das dich interessieren könnte. Erpressung! Sag mal, meine Güte. Dieses Gemälde angefertigt von einem gewissen Rennert, das dich in einem bestimmten Licht erscheinen lässt. Willst du es haben? Rennert? Habt ihr etwas das Gemälde? Bitte gebt es mir. Wirst du dann die Fragen unserer Gefährtin beantworten? Natürlich, warum auch nicht? Habt ihr einen Blick auf das Gemälde geworfen? Ehrlich gesagt, ist es mir ein bisschen peinlich. Ich hoffe, ihr habt keinen falschen Eindruck von mir bekommen. Also, ich höre. In mir schlummert eine merkwürdige Kraft, die immer dann zum Leben erweckt wird, wenn die Nerven mit mir durchgehen. Ja, ich weiß, was mit dir los ist. Und was? Vor einigen Mentalzyklen hat mir dein Vater einen Besuch abgestattet. Er wollte mir ein Geheimnis antun. Ein Geheimnis, das er hoffte, dann zu verhindern. Für immer. Was für ein Geheimnis war das? Dein Vater glaubte, dass eine gewaltige Kraft in dir schlummert. Eine Kraft, die vom Element des Feuers gespeist wird. Eine Kraft, die nur die wenigsten im Zaum halten können. Eine Kraft, die nur ein Scheines wecken kann. Wie soll ich solch eine Kraft in mir tragen? Ich kann ja nicht einmal mit den Scheines kommunizieren. Und doch ist es so. Es obliegt ganz dir, deine Wahrheit zu entdecken. Der andere war auch ganz enttäuscht, dass ich keine Antwort zu bieten hatte. Welcher andere? Ein Mensch in Rüstung kam zu mir und hat mir dieselbe Fragen gestellt. Er hat mich bedroht, also habe ich nachgegeben. Aber als Gegenseite hat er mir eines seiner Geheimnisse verraten. Iron, wie lautete sein Geheimnis? Tut mir leid, aber mehr kann ich für euch nicht tun. Ich habe euch bereits zu viel erzählt. Bitte, gebt mir das Gemälde, ich flehe euch an. Hier. Tausend Dank, Rennert wollte mich mit dem Gemälde erpressen. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Viel Glück auf all euren Wegen. Freizügige Kunst. Erfahrungspunkte. Ja, toll. 1000 Erfahrungspunkte. Jägerdisziplin. Gucken wir nochmal. Ausrüstung. Wow. Verliert so nix, aber kriegt da nochmal unglaublich dazu. Der verliert auch. Da gewinnt. Verliert. Also das spricht ja dann bloß für ihr sie. Da muss ich mal ganz kurz eins machen. Ach, das werde ich jetzt kurz mal machen. Ich denke mal, das geht noch relativ gut. Wir haben ja gespeichert, haben wir ja. Gehen wir mal kurz das noch Trainierchen. Hier waren doch noch Gegner. Ah, ist da oben, ja.
So, dann kriegst du das. Und du bist jetzt die brutalste Magierin ever. Weg des Zerschmetterers Disziplin. Ausrüstung. Okay. Bringt allen nicht so wirklich was. Verlieren alle zu viel Angriff. Na gut, du sowieso. Also der Weg des Zerschmetterers, die Disziplin ist nicht so toll, muss ich sagen. Das ist nicht so der Idealfall. Das Interessante ist... Gendil-Handschuhe, Gendil-Gürtel, bap. Aber... jetzt... schauen wir uns mal noch den Rest der Höhle an. Nachdem wir hier gespeichert haben. Und wir jetzt hier... wir kamen hierher. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den zweiten Eingang. Komm. Na, ich glaube, hier laufen wir irgendwie. Hier laufen wir wahrscheinlich dann irgendwie. Sind da drüben. Sind auch wieder Gegner. Ja, wir schlagen uns mal durch. Ich glaube, das dürfte hier nichts mehr groß werden. Das sind nicht erlaubt Techniken. Kapuze, selbe Disziplin, okay. Nicht so entscheidend. Ich glaube, ich kann jetzt von da, von da unten kam ich. Okay, hier dann. Ja. Ich probiere euch jetzt schon in Ruhe zu lassen, die Schmetterlings.
Dies war jetzt ein langer Kampf. Das war jetzt ein längerer Kampf, den ich mir irgendwie schwer gemacht habe, als müsste, weil ich. Händerchen, dich haben wir. Jetzt sind wir hier am Eingang. Okay. Drei Stück da. Ja gut, müssen wir uns jetzt nicht anlegen. Hat man ja. Dann gehe ich jetzt nochmal nach Schule. Da waren ja noch ein paar Sachen. Und gucken, ob wir da noch was holen können. Das ist eigentlich nochmal eine Idee, nach Schule zu gehen. So. Guck mal, was ein Schuh hier noch zu bieten hat. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen steigern, noch ein bisschen hochpushen. Bin ich nicht prinzipiell auch mal zumindest mit den Sachen gefühlt fertig. Predator-Disziplin. Das reduziert das, aber steigert das ungemein nochmal. Das ist ja Kataklysmus-Disziplin. Oh, das könnte ich jetzt sogar tatsächlich holen. Gelb ist ein rotes Juwel. Stiefel der Aggression. Astronautenbrille. Bringt ihm was? Hier würde sie was tatsächlich was bringen. Allerdings ist dieses Prä, was ist denn dieses Prä? Jetzt muss ich mal gucken. Charaktere. Präzision. Die Frage ist, inwiefern Präzision sich einwirkt. Einsatz. Wer noch runter? So, Kataklysmus-Disziplin. Bringt ihm auf jeden Fall was. Also dann holen wir uns einmal hier die Predator-Disziplin. Das könnte noch mal durchaus so Ausrüstung. Angeblich. Sagen, angeblich bringt sie doch was. Da wird der Einsatz ist hochgesetzt. Der Einsatz ist das. Das ist wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Das gucke ich mir gleich mal an. Weil wenn das nämlich stimmt,
dann ist das natürlich nicht wirklich hilfreich. Eng. Energie. So, keine Ahnung. Glanz von Meos. So, hier ist mal, guck mal. Ah, hier haben wir doch Gegner eigentlich. Ich weiß nicht, ob die kommen. Ausrüstung Meteorfragment. Gucken wir doch mal, ob ich die, wo finde ich die denn hier? Das ist immer doof, dass man... Da ist sie nicht. Ah, da ist sie, die Meteor. Oh, interessant. Na gut. Oh. Die... sicher nicht so ohne zu sein. Gucken wir mal. Da ist die jetzt. Die ist jetzt ein Monster, was die Magie angeht, Alter. Der ist ein Angriffsmonster. So, ja.